Ja, die Luftschiffflotte, da waren wir stehen geblieben bei Let's Play Rocket Knight mit Prinny. Und ich drücke A zum Fortfahren und jetzt Königreich der Wölfe, Luftschiffflotte und wir fliegen hier durch die Wolken und schießen auf Minen mal wieder. Oh, und wir haben hier Luftströme, habe ich gerade eben gemerkt, dass mich hier durch die Gegend schleudern. Das finde ich uncool, das möchte ich nicht haben. Und ich habe gemerkt, Rocket Knight wehrt sich ein bisschen dagegen aufgenommen zu werden, weil irgendwie ruckelt es dabei mehr als bei anderen Titeln, wie zum Beispiel Braid. Das ist schade. Da hätte ich gerne ein bisschen flüssigere Bilddingensrate. Aber egal, das wird schon gehen. Ich hoffe mal nur, dass ihr es einigermaßen flüssig dann zu sehen bekommt auf YouTube. Darum mache ich das ja. Für gute Bildqualität in HD. Autsch, hey, was geht ab? Jetzt haben sie die Minen genommen, jetzt werfen sie mit Bomben. Dafür fliegen die Minen immer noch weiter in der Luft rum. Ich meine, wer vermint seinen Luftraum so sehr, wenn die andere Armee anscheinend als einzige Lufteinheiten ein Opossum hat? Aber na gut, das müssen die wissen, was sie da tun. Da war ein verstecktes Leben, das habe ich bei der Kamerafahrt gerade eben gesehen. Und ich habe vergessen auf. Ah, ich habe mal wieder vergessen, die Stoppuhr zu stellen. Ich depp. Großartig habe ich das gemacht. Ganz. Ah, ich habe ja oben die Zeitanzeige. Haha. Da fehlt ja. Da rechne ich einfach mal so 20 Sekunden drauf. Für die Einleitung. Dann dürfte das wahrscheinlich passen sogar. Oh Gott sei Dank gibt es die Zeitanzeige. Wenn das Level unter 10 Minuten geht, habe ich ein Problem, weil dann geht die Zeitanzeige verloren. Und genau solch ein Problem, wenn ich nicht bald das Lebensenergie bekomme, weil irgendwie habe ich mich jetzt zu sehr auf die Zeit konzentriert und da viel zu wenig auf Überleben. Ah, das Problem ist gelöst. Grandios. Und da kommt es ein Luftschiff. Hui, wir fliegen an den parallel zu den Schweinchenschiffen. Es scheint wohl, als hätte unser Königreich doch nicht nur eine Lufteinheit, sprich mich, sondern sie haben noch mehr. Das ist gut, weil eine Lufteinheit zu haben, wäre kacke irgendwie. Übrigens, ich probiere jetzt für dieses Video gerade mal ein bisschen weniger Bitrate aus zum Aufnehmen. Sollte die Qualität schlechter sein oder euch schlechter vorkommen, meldet euch, ja? Also ich habe die Bitrate ein bisschen runtergeschraubt, weil es ist leichter für mich zum Konvertieren und es läuft auch ein bisschen flüssiger beim Aufnehmen, weil es eben weniger arbeiten muss. Sollte es schlechter sein, lasst es durchklingeln, ich ende das dann wieder. Derweil schieße ich hier die mit den Drachen ab. Komischerweise ruckelt es an manchen Stellen immer noch ziemlich. Das finde ich sehr schade. Aber egal, wir schießen jetzt hier fröhlich die Kanonen von dem Schiff weg und hauen die drachenfliegenden Wölfe runter, die es auch noch Schusswaffen bekommen haben, die aussehen wie Spielzeuge. Wirklich bedrohlich waren die es auch nicht. Da ist wieder der Bambus-Raketenwerfer, über dessen Konstruktor ich mich immer noch wundere, weil ich meine, das kann noch weniger funktionieren als das raketenbetriebene Opossum. Aber wenn sie meinen, dann sollen sie da ruhig mal machen, ne? So, da fliegen wir weiter und schießen wieder Minen ab. Minen und da kommen Wolken, die aussehen wie aus Disneys Film Herkules. Also der Zeichentrickfilm Herkules von Disney. Ich weiß nicht, wie alt der ist, aber ich war noch ein Kind, als der rauskam. Da sahen die Wolken auch so aus. Nein, du kriegst mich nicht, du böse Kanone. Stattdessen schießen wir hier wieder die Minen weg und weichen den ultraschnell fliegenden Feuerbällen aus, die aus der Kanone rauskommen. Oh mein Gott, fliegen diese Bo Feuerbälle schnell, ich kann ihnen kaum ausweichen. Oh, okay, ich sollte die Klappe nicht aufreißen, dann getroffen werden. Ey, das wäre die clevere Idee von den Wölfen, Minen an Leinen zu befestigen, die dann an irgendwas dranhängen, in dem Fall an einem riesengroßen Schlachtschiff, das aus Holz besteht. Und wo bin ich jetzt? Oh, das war das Level. Merken wir uns 4 Minuten 6, rechnen wir 10 Sekunden jetzt für dieses großartige Bildschirmding drauf und nochmal ein bisschen mehr. Und oh mein Gott, die Wolffestung! Whatever. Ich schau mal kurz auf, was die Toraufnahmezeit sagt. Die sagt 4:52. Aber da ist ja auch noch ein bisschen Leerlauf dahinter. Das heißt, da kann ich mich auch nicht hundertprozentig drauf verlassen. Wir hoffen das Beste. Und da geht unser Rocket Pack alle, oder wie? Tja, doof, mitten in der Luft. Aber
Sparks, das ist ein ganzer Kerl, der hält es aus, da aus, keine Ahnung, hunderten Metern Höhe darunter zu fallen. Und wir sind in der Wolffestung. Jetzt dürfen wir bei 5:30 sein oder so. Das heißt, wir haben ein bisschen so weniger 5 Minuten und das macht anscheinend nichts. So, ich habe eine Weile nicht mehr gespielt. Wie komme ich nochmal durch? Ah ja, mit dem Trillangriff. Genau, das war's. Und dieser Bildschirm friert seitlich ein. Das ist ein cooler Effekt. Ah, und ich friere auch ein da oben anscheinend. Muss ich mich wahrscheinlich immer an diesen Fackeln aufwärmen oder so. Also mal schauen, kann ich diese Schüsse zurückschlagen? Einer hat in den Kommentaren geschrieben, das könnte vielleicht funktionieren. Na, ist egal, lassen wir es halt stehen. Da gibt es kein Durchkommen. Ah, ich verstehe. Mein Rocket-Ding lädt nicht auf, wenn es so kalt ist. Das heißt, ich stehe jetzt gerade ziemlich ohne Power da, aber da gibt es neue. Das ist schön. Da gibt es neue Energie für mich, für meinen Rocket Pack. Und da ist der Crazy Winky online. Das ist schön, mit dem werde ich mich nachher treffen und noch ein bisschen Videospiele spielen. Wenn du das hier siehst, ja, du weißt, ich komme nachher zu dir und du weißt, ich komme zu spät, weil ich eben das hier noch aufnehmen wollte. Okay, aber das mag uns jetzt nicht stören. Wir hauen lieber weiter Wölfe und sammeln Edelsteine. Rote Steine, yippie! Und da Dynamit, das ist gar nicht cool. Yay, okay, und durch. Ich frage mich, warum hier echt das... Die Welt ist so eine Mischung aus und unterbemittelt und Hightech, also keine Ahnung, ein bisschen seltsam. Alles aus Holz, aber Raketenwerfer haben und Jetpacks und Luftschiffe. Ich meine, ist ja ganz charmant, aber... Oh, das ist eine Feuerstelle. Ah ja, Tatsache, da kann ich mich grandios aufladen. Tun wir das mal und dann schauen wir, ob wir diese Plattform ist eh weg. Dann machen wir hier noch die Power von Sparks nochmal ganz voll. Und dann gefrieren wir wieder und hüpfen auf diese tolle Plattform. Yeah, surfen, surfen. Hui, und... Super, da habe ich mich als großartig aufgeladen. Für nichts und wieder nichts. Oh, das war blöd. Oh, gerade noch gerettet. Ich schieße ja ungern mit meinem Fernkampfangriff, wenn das hier nicht aufladen kann, aber... Das hat nichts gebracht. Großartige Aktion mal wieder meinerseits. Ein bisschen Hitze wäre gut. Da oben ist Energie, die brauche ich noch nicht wirklich. Nicht so dringend, dass ich jetzt da meine Rocket-Energie verschwenden möchte für. Und mittlerweile sind mir eigentlich auch diese Steine ziemlich egal. Die geben halt Punkte, aber mein Gott. Ich bin jetzt gerade nicht so retro eingestellt, dass ich diese Punkte dringend brauche. Ich kann schon nicht mehr Rocket-Bursten, sehe ich gerade. Ah, jetzt habe ich wieder Power. Ich wollte hochbursten, um diese Power schnappen. Aber dann ging mein Burst gar nicht erst an. Wahrscheinlich, wenn es so blau wird oben, dann ist es schon zu kalt dafür, dass ich bursten kann. Oh, Nose! Ihr wollt mich hauen, ich hau euch. Ah ja, wow. Nimm das. Yay, hey, da geht's rein. Rinne da. Wie, ist immer noch kalt. Hallo, wir sind jetzt indoor. Kann nicht wahr sein, dass es überall so kalt ist hier. Wo bin ich denn hier gelandet? Schweden oder so, Finnland, Norwegen. Wo übrigens Lena gewonnen hat. Corpri d'Eurovision. Ich bin doof, ich bin da vorbeigejumpt. Ich Säckel. Ich muss ja sagen, kurz zum Corpri. Ich bin kein großer Corpri-Fan, aber ich habe es mir doch wirklich gegeben. Also ich saß bei Freunden und wir wollten eigentlich Videospiele spielen und dann sind wir auch im Corpri hängen geblieben. War eine feine Sache, war sehr unterhaltsam. Und die Zeit läuft und läuft und läuft. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich hier noch vorankomme. Vor allem soll ich da hochkommen. Das haben wir jetzt auch geschafft. Oh mein Gott, das sind massig Feuerbälle. Und die kommen immer im selben Muster. Das heißt, es dürfte nicht so das Problem sein. Aber dummerweise ist die Sprunghöhe von mir genauso hoch, dass ich genau in den oberen Feuerball reinhüpfe. Da oben gibt es Energie. Oh mein Gott, Feuerbälle. Und da habe ich irgendwie es geschafft auszuweichen, ohne es zu wollen. Ich habe so drauf. Und ich schau mal ganz kurz hier nebenher. So langsam muss ich Schluss machen. Jetzt hüpfe ich noch da auf die andere Seite rüber.
Juhu, und dann machen wir hier kurz Pause und wir sehen uns hier gleich wieder bei Let's Play Rocket Knight. Bye, bye.